Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Guck mal, was ich habe. Royal Brachler, Highland Single Malt Scotch Whiskey, 12 Jahre alt, Sherry Cask Finish Oloroso, Non-Chilled Filtered, Natural Colors, 46%. Stephanie Meadowood, vielen Dank dafür. Das ist das, was wir uns gewünscht haben und erhofft haben. Schau mal die Farbe an hier. Denn vorher, der Royal Brachler war ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Der war eher bei 40% und naja, Farbstoff, Kälteverklärung und so weiter. Jetzt haben wir etwas, was wir wollen. 50 € ist allerdings eine Hausnummer hierfür, wo ich nicht ganz so sicher bin, ob ich das bezahlen möchte oder nicht. Also, ich schaue einfach mal, dass ich das hier hochhalte. Ich weiß, das erste Video, was ich gemacht habe, ich habe auch kein Overlay. Ich habe tatsächlich auch Fotos hochgehalten und ich kehre nun zurück dazu. Also, so sah sie aus, so sieht sie nun aus. Also, ganz kurz, ich habe Royal Brachler kaum vor der Kamera hier gehabt. 1812 wurde die Distillerie gegründet durch Captain William Fraser, yay. Und dann ist es die erste drei Distilleries damals in 1833, die dieses Royal in den Namen haben. Oder? Royal Brachler, also königlich royal. Okay, gut. Also 1897 wurde die Distillerie neu gebaut. Und dann 1919, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die Distillerie neu gekauft von John Mitchell und James Lyde. So, leicht. Sorry, Laicht. So, und dann 1943, mitten in den Zweiten Weltkrieg, Scottish Malt Distillers buys hier diese Firma. Also, an die 1964 schließt die Distillerie, wurde jetzt hier umgebaut. 68 wieder wurde die, 66 wurde die wieder aufgemacht. Und dann damals 70 wurden die zwei Stills auf 4 dann hochgemacht. Und dann 85 wurde die Distillerie dann da eingestellt. So, Frage an mich: Gab es nur Öl da oder gab es kein Gas vielleicht? Warum? Also 91 Produktion beginnt wieder. 93, wurde es von United Stillers übernommen. Und dann das, was wir haben, ist tatsächlich, was ich nicht ganz verstehe, ist, 97 wurde tatsächlich dann Diageo der Besitzer der Distillerie, aber dann 98 übernahm Bacardi. Was ist da passiert in diesem ein Jahr? Also keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Gut. Was wir haben hier ist Whisky Base Nummer 187 279. Und ja, 50 € wie ich gesagt habe. New Label, yay! So, auch ein QR-Code hinten drauf, könnte man auch denn da abfotografieren oder was auch man möchte. Womit vergleiche ich's? Ich bin nicht so sicher, ich habe eine Idee. Ich würde einfach sagen, ich nehme einen kleinen Dronach, 12 Jahre alt, der 12 € billiger ist, zumindest zur Zeit. Hier steht auch gereift in die feinsten Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Fässern. Non-chilled filtered, natural color, das ist die alte Sache. Allerdings hier habe ich nur 43%, hier habe ich 46%. Farblich komme ich gar nicht in diesen Nähe. Also hier haben wir eine eher natürliche, bräunliche Farbe. Da haben wir eine, Entschuldigung, eine für meine Sicht unnatürliche Sherry-Farbe denn da. Aber gut, schauen wir mal. So, ein bisschen hier Glen Dronach. Habt ihr alle denn die 12er neu gekauft? Weil das steht nicht mehr auf der Verpackung hier. So, auf der Flasche steht sowieso das nicht. Aber auf der Verpackung ist es auch schon längst verschwunden. Ach, Glen Dronach. Ach, Brown-Forman, was machst du mit uns? Billy Walker war unser Held und jetzt muss man alles denn vom Glen Allachie kaufen. Schema das. So, Nase.
Okay. Also ich würde sagen, die sind fast ebenbürtig. Nicht identisch, aber ebenbürtig. Farblich sind sie nicht. Farblich sind die schon weit auseinander. Mich stört tatsächlich diese Farbe, die, nicht diese Farbe, dieser Preisfaktor. Also in England kostet die Flasche 60 Pfund. In Paris, also bei Le Maison de Whisky, kostet die sogar 65 €. Wir haben das günstig mit 50 € und das finde ich für eine 12-jährige Whisky, zwar wie Ralfi sagen würde, es gibt ein tolles Video vom Ralfi dazu, 85 Punkte von ihm. Spoiler Alert. Ich finde 50 € einfach zu viel. Ja, also ich erwarte schon, dass der Preis davon bald 45 wird, aber ich habe meine Probleme, 50 € für eine 12-jährige Whisky einfach mal auf den Tresen hinzulegen. Gut, tschüss. So, ich muss schon sagen, dass diese Whisky bei mir schon einmal in ein Tasting drin war. Also das ist ein Highland und wir haben so ein Highland Blind Tasting gemacht. Da waren sechs verschiedene Highland Whiskys und der war da drin und der hatte ich vorher nie gehabt und dann habe ich das schon irgendwie erkannt. Und das Problem ist, der ist nice, aber weg. Der hat absolut wenig Tiefgang, wenig Komplexität. Da sind leichte rosinige Momente oder eine Sherry-Moment da drin, aber weg. Und er hat ein leichtes Säuremoment, also die fahren da bei Royal Bachelor, die können fast 4 Millionen Liter von 4,1, die theoretisch möglich wären. Also Volllast, Wahnsinn, was denn da rausgestoßen wird. Bacardi möchte gerne hier bum, 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 bum. Und ich glaube, die haben hier mit diesem Whisky, was soll ich sagen hier? Die haben es gut gemacht, aber das ist hier das Problem, nicht gut genug, damit ich eine zweite Flasche kaufen. Ich habe einmal probiert wegen Neugier und dachte, okay, ja, nicht 50 € wert, next. Also früher, also als es der Royal Brachler gab, mit 12 Jahren, hat man den meistens auch ein bisschen vermieden, hat man ein bisschen so einen Bogen darum gemacht und gesagt, was soll das? Nein, danke. So, das ist einfach mal ein bisschen hier unser Last der Geschichte, um ganz ehrlich zu sein. Genau, also früher war er 40 €, jetzt ist er 50 €. Früher hat er auch Oloroso Sherry Cask Finish, allerdings war er 40%. Kein Farbstoff, kein sonstiges da gehabt. Nothing to get excited about. 80 Punkte denn da bei Whiskey Base für den alten und für den neuen. Wo sind wir jetzt hier? Wir haben schon, ich würde sagen, 85. Ja, genau, 84,95. 9,4, um genau zu sein. So, Gut, ich gehe einfach mal ganz kurz zu Glendronach. Cheers. Besser. Ich finde mein Glendronach 12 einfach richtig toll. Toller Preis, teuer, to tolle Produkt, toller Geschmack. Und wahrscheinlich wird es auch so den Weg gehen hier von unserem lieben Royal Brachlern. Wird einfach anders aussehen, mehr kosten und nicht so gut schmecken. Wer weiß, was passiert, wenn ich ein bisschen Wasser hier rein tue? Ich habe schon gesagt, der ist hinten raus flach und dann tue ich Wasser rein. Ob das wirklich sinnvoll und hilfreich ist? Leichte Buttersäure. Drei. Am Ende, nee.
Ja, das ist irgendwie, er möchte gerne ein bisschen hier Holz, er möchte ein bisschen hier Schokolade, er möchte ein bisschen hier Rosinen und so weiter geben, aber irgendwie kommt das nicht ganz so an. An einem guten Tag würde ich den 3 plus geben, aber auch das nur mit viel Wohlwollen. Sagen wir einfach 3 plus mit Wasser. Preislich 50 Euro. 3 minus. Nee. Und ich weiß, dass bei unserer Online-Tasting bei der Highland, wo der da blind dabei war, haben die meisten Leute genau richtig erkannt, weil halt eben es eine leichte Sirup-Sherry-Moment gab, aber der einfach schnell weg war. Der war nicht ganz so gut. Allerdings, apropos, ich habe eine Royal Brachle 18, neue Ausführung auch. Das würde ich auch irgendwann mal hier verkosten und mit euch einfach mal teilen, zu sehen, wie das so ist. Da habe ich etwas höhere Erwartungen, weil der Preis mehr als doppelt so teuer ist. Schauen wir mal. Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich lieber dahin gehen. Ja, so ist das. Okay. Was ist eure Meinung jetzt hier zu neuer Royal Brachler? Design. Als Design gebe ich das sogar ein 2 minus. Ja. Ich finde, Design ist gelungen. Also crisp, also also aufgeräumt ist das hier, nicht zu dicht beieinander. Auf der Rückseite, Tasting Notes, genau, der Würze Oloroso und der helle Sommerbrise vom Royal Blachler kombiniert elegant für eine weiche und einladende Dram. Reife Pfirsiche, schwarze Kirschen, getoastete Mandeln und Dark, also dunkle braune Zucker. Warum nicht? So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, nicht begeistert, aber nicht so enttäuscht. Besser als der Vorgänger, auf jeden Fall, aber immer noch nicht ganz da, wo wir unsere Hoffnungen hätten. Die Eckdaten sind mehr als gut, aber das Resultat ist nur okay. Liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde der 12er und der 18er auch schon verteilt. Der Glendronach 12 ist noch auf meiner Sample-Liste auch unten zu finden. Und wir finden uns hier immer zusammen, jeden Tag ab 17:30 Uhr bzw. 21 Uhr am Sonntag mit einem Livestream. Bis dahin, ciao.